Bevor das eigentliche Video startet, wollte ich euch einmal etwas zeigen. Und zwar könnt ihr ab sofort, beziehungsweise schon seit längerer Zeit, durch Straw Polls mitbestimmen, was auf dem Kanal White Dragon LP zu sehen ist. Nämlich habe ich eine Abstimmung gestartet, wo ihr, die Zuschauer, bestimmen könnt. Was wollt ihr sehen? Hier sind verschiedene Spiele aufgelistet, die wir besitzen, aka ich. Manche Spiele besitze ich davon nicht, die wird dann der liebe Leon, der zweite von The Tour Operators für mich aufnehmen und uns zur Verfügung stellen. Also wirklich alles, was hier drauf steht, ist vorhanden und kann aufgenommen werden. Und dann einfach hier eins aussuchen oder mehrere. Ich weiß nicht, ob mehrere gehen. Auf jeden Fall anklicken, diesen Haken reinmachen und auf Vote klicken. Und dann seht ihr auch schon die Ergebnisse. Und jetzt noch eine kleine Info. Wie kommt ihr dahin? Einfach in die Videobeschreibung gehen. Für die Leute, die vielleicht die Videobeschreibung nicht anschauen. Dort ist er verlinkt unter Was Neues und da ist ebenfalls das Warpoint zu finden oder über diesen Link. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Eine neue Mod-Vorstellung. Heute möchte ich euch den John Deere 6250R vorstellen. Oder 6250R, je nachdem, wie man es richtig ausspricht. Da ich nicht aus der Landwirtschaft komme, weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren sagen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal beides gesagt. Kommen wir zu der Beschreibung. Moin Moin. Die neuen 6R-Traktoren sind bereit. Der 6230R und der 6250R. Ergänzt die Baureihe ab 2017 nach oben. Die zwei 6,8 L-Sechszylinder stammen vom großen Bruder, dem 7R, und haben eine Nennleistung von 230 bzw. 250 PS. Das Boost-Paket macht noch einmal bis zu 40 PS drauf, sodass der 6250R maximal 300 PS abliefert. Zurück zur Beschreibung. Sehr detailliertes Modell. Alle Grundfunktionen. Zwei Motoren zur Auswahl. 6230R und 6250R. IC-Control. Die genauen Indikatoren innerhalb. Voll waschbar. Im Log sind keine Fehler. Ich hoffe, sie gefallen. MFG Tobi 69. Eine Änderung. Version 1.0. Heute um 7:06 Uhr. Drei Bilder. Ist natürlich nicht viel, aber was erwartet man? Du musst auch noch nicht lange online. Gucken wir uns hier kurz an. Ja, moin. Das sieht doch ganz gut aus. Credits ausgefüllt. Wer sie lesen möchte, Video pausieren. Und die Datei ist 101,1 MB groß. Keine Bewertung. Es wurde sich nicht bedankt. Der Mod wird zweimal beobachtet und der User 19 Mal beobachtet. Und in dem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns den ganzen Mod einmal in-game an und schauen, was er kann. Oder vielleicht auch nur nicht kann. Bis gleich. Zurück in den Endgame-Teil und jetzt werden wir den ganzen Mod einfach einmal anschauen. Er ist unter der Kategorie Traktoren als 6R für 159.000 Euro einmalige Anschaffungskosten und 340 Euro pro Tag. 184 kW, a 250 PS, 470 Liter und eine Geschwindigkeit von 53. Wenn wir draufklicken, haben wir die Möglichkeit, die Motorausführung zu ändern, das Rad-Setup und das Design. Bei der Motorausführung können wir den 6230R und den 6250R. Beim Radsetup können wir Standard- und Radgewichte nehmen. Und beim Design können wir Frontgewicht, Fronthydraulik oder Frontgewicht. Wir einfach mal eine Fronthydraulik nehmen. So, dann werden wir noch einmal den Standard kaufen. Hier ebenfalls Standard und hier Frontgewicht. So, jetzt haben wir einfach mal beide Varianten gekauft. Und ja, wir können die natürlich auch für 15.600 mieten, ohne irgendwelchen Schnickschnack. Mit Schnickschnack sage ich jetzt einfach mal, kommen wir auf 17.760 Euro die Stunde und für 22.220 Euro ihn zu kaufen. So. Sorry dafür. Ja. Erstmal wollte ich eigentlich gerade mal kurz ein Wettergott spielen und einen Tag machen. So, jetzt machen wir erstmal die ganzen nervigen Huts aus. So, hier schauen wir uns die jetzt mal an. Hier ist der 6230R und der 6250R. Hier einmal mit Fronthydraulik, einmal mit Radgewichten, genau, Frontgewicht. Hier haben wir Radgewichte, wie man sieht, und beim anderen logischerweise nicht. Sonst sehen die Modelle eigentlich schon sehr gut aus, wie ich finde. Kann man auf jeden Fall nichts
Deswegen sagen, würde ich sagen, steigen wir mal ein. Jetzt brauchen wir natürlich den HUD wieder, um zu gucken, was wir für Funktionen haben. Heißt hier anschalten. Wir können das Lenkrad zu uns holen, beziehungsweise ausklappen. Dann können wir die Tür aufmachen, die linke. Dann können wir hinten das Fenster aufmachen. Und wenn wir hier unten klicken, dann kommt das Lenkrad zu uns. So. Das sind auf jeden Fall schöne Funktionen, wie ich finde. Sonst haben wir natürlich noch die Möglichkeit zu hupen. Okay, und Position 1 die Rundumleuchten anzumachen. Das funktioniert alles ohne Probleme. Wie oft, beziehungsweise Licht, einmal F, zweimal F, dreimal F, viermal F. Viermal F können wir drücken, bis das Licht ausgeht. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einfach mal einen kleinen Fahrtest, ohne alles erstmal. Nice. Einmal hier einen Stunt gemacht. Also wenn man mit den Radgewichten schneller in die Kurve fährt, dann kippt der Mod um. Finde ich aber auch sehr realistisch eigentlich. Ja, sonst soweit fährt er super. Jetzt können wir einfach noch mal kurz testen, ob das bei dem Bruder mit dem mit den Nicht-Radgewichten auch passiert. Der hat ja ebenfalls die gleichen Funktionen. So. Okay, dann nehme ich nicht. Nein, bei ihm passiert das nicht, also liegt das an den Radgewichten, finde ich aber auch sehr gut, sehr realistisch. Jawohl. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Teil der Mod-Vorstellung. Und zwar dem Praxistest. Und wir werden, wie immer, standardmäßig zurzeit in unseren Videos ein bisschen Getreide transportieren. Was nehmen wir denn da mal für einen Hänger? Wir nehmen einfach mal den großen Josken. Wieso nicht? Den großen Josken. Dazu holen wir uns noch ein Gewicht. Damit das hier so wunderbar hier ein John Deere-Gewicht. Perfekt. Zack. Und jetzt haben wir natürlich auch noch Nebel. Kommt das hinten, beziehungsweise ist das nochmal von hier der Seite dran? Okay, dann nimmt nicht. Dann fahren wir mal los. Schauen einfach mal, was der Kleine kann. Ich sag einfach nur, Kleiner, just for fun, also nicht übel nehmen, so. Schön in die Kurve gelegt hier quasi. Hat eine sehr solide Geschwindigkeit, wie ich finde. Auf jeden Fall ein super Mod. Ach, habe natürlich ganz vergessen, man kann auch noch die Blende runter machen. Was natürlich nur geht, wenn wir stehen. Das werden wir gleich, wenn wir, der Hänger befüllt wird, machen. Habe ich ganz vergessen, euch zu zeigen. Stimmt. Ja, gut. Ja, niemand ist perfekt. Kann mal passieren. Ah, Blinker funktionieren auch. Wunderbar. Komm. Haust du Mais rein. So. Jetzt machen wir noch. Jetzt. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir aber alle IC-Punkte erreicht. So. Jetzt. Aber Gott, Tür auf, nein, Spaß. So, wunderbar. Ist auf jeden Fall ein super Mod, der 6250R, natürlich auch der 600, 6230R. Und ja, mal gucken, wie er sich jetzt so schlägt, wenn der Mod bzw. der Hänger voll ist. Und wenn der Hänger voll ist, sieht man schon, dass da muss er ein bisschen mehr kämpfen. Unten legt sich aber immer noch vom Fahrverhalten her, finde ich sehr gut.
Wasserverhalten ist sehr gut, wie ich finde. Jetzt gibt er natürlich auch logischerweise nicht mehr um. Finde ich auf jeden Fall super. Der Link zum Downloaden des Mods ist in der Videobeschreibung, falls ihr den Mod euch downloaden wollt. Einfach ins Spiel reinmachen und mit dem Mod Spaß haben. In dem Sinne würde ich sagen, was hatten wir für einen Stau? Ja, eine alte Mod-Vorstellung. Auch gut. Aber so ist das halt, die Karte, die lebt ja von den Mod-Vorstellungen. Deswegen nimmt es mir nicht übel. Und ja, die HUDs sind natürlich auch im Game animiert. Aber funktionieren auch ohne Probleme. So. Jetzt. Ich verabschiede mich für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Thank you.